Kann ich verstehen, worüber die sich unterhalten? Nein. Also eher so, als würdest du in der Bar direkt neben jemandem sitzen und dich leise mit ihm unterhalten. Ja. Dann kletter ich in den ersten Stock. Okay. Dieses Fenster ist tatsächlich vernagelt. Mit Holz. Mit Holzbrettern, genau. Ja. Von innen. Du siehst außen noch halt den Fensterrahmen. Papier ist hier keins mehr zwischen und man hat von innen einige Bretter genagelt. Ich glaube nicht, dass die wirklich lichtdicht gemacht sind. Also wenn du dich da irgendwie dran presst, kannst du vielleicht hindurch sehen. Ja gut, aber dann könnt ihr auch mal einen Schatten sehen. Maybe. Ich würde erstmal, bin ich zu sehen von irgendeiner Straße, von einer Gasse? Also wenn ich da die jetzt Seitengasse so ist ziemlich dunkel. Es ist Nacht, naja, es ist immer Nacht. Also es könnte sein, dass unter mir irgendwo ein Penner liegt oder eine Katze rumstreunt. Also wenn jetzt jemand unter dir steht und genau nach oben sieht, sieht er dich. Ja klar, okay. Gibt es irgendwelche anderen, also außer dem Fenster, irgendwelche anderen Lücken, die man nutzen könnte? Du meinst den Gemäuer? Ja, ich weiß gerade selber nicht genau, was da sein könnte, aber vielleicht ist da ja irgendwas. Vielleicht kann ich auch irgendwie so eine neue Steine sehen, so diese ganz typische Lücke, so alter Stein und dann 3-4 Backsteine, die komplett neu aussehen. Oh, das gefällt mir, das finde ich gut. Du kannst tatsächlich eine Stelle erkennen, an der man, und wenn du ein wenig, wenn du irgendwie hinkletterst, das sind so ein paar Meter an die Seite, also du musst vielleicht hoch und dann dein Dings neu anhaken. Ja. Und ein wenig dann rumkratzt, stellst du fest, dass man hier einen weiteren Türrahmen nicht zugemauert hat, sondern einfach nur vermutlich mit Holz überbordet und dann von außen verputzt. Und wenn du auf die andere Seite blickst, siehst du eine ähnliche Konstruktion. Vielleicht wäre hier mal ein Übergang zum nächsten Haus, man dazu gemacht hat. Ja, definitiv, aber das ist auch vermörtelt, ja. Es, wie gesagt, das war von außen verputzt und wenn du den Putz ein wenig wegkratzt, ist da drunter Holz. Okay. Dann würde ich wieder nach oben klettern. Okay. Leute, ich komme gerade von unten. Also die Party ist tatsächlich eins unter uns. Die unterhalten sich. Ich weiß nicht, was da los ist, aber es sind mehrere Personen und wie gesagt, da wird gespielt. Naja, und das Fenster ist nicht vergittert, aber mit Holz verkleidet. Das wird auf alle Fälle sehr auffällig werden, wenn wir da durch wollen. Aber ich habe eine andere Stelle gefunden. Da ist so Putz an den Wänden. Kann man noch wegkratzen. Dauert ein bisschen, aber da kriegen wir zumindest eine stabile Position. Oder wir können uns gleich... Der eine kommt durch das Fenster gesprungen und der andere durch die Tür gesprungen. Dann sind sie auf alle Fälle sehr überrascht, weil von da aus rechnen sie nicht. Wir können auch zusätzlich einen dritten Eingang nehmen, indem wir ganz normal durch die Tür gehen. Dann stehen wir von drei Seiten und haben sie gleich umkesselt. Was ist das, was ich herausgefunden habe? Naja, eigentlich wollen wir uns ja lieber nicht erwischen lassen, aber wenn sie da unten die Fenster vernagelt haben... Dann ist das hoffentlich das richtige Stockwerk? Naja, richtig ist es das schon. Also wir müssen in den ersten, eins über der Taverne. Ich weiß nur nicht, wie wir das Holz da wegkriegen. Habt ihr noch eine Idee? Da wissen wir zum Glück ja schon, wie viele Leute dort sind. Das hat mein Geist mir ja mitgeteilt. Sechs Stück. Ich glaube, das ist für uns gerade noch zu schaffen. Boss, wenn du willst, ich kann auch unten in die Bar gehen und dann sorge ich dafür, dass die da eine Riesenschlägerei anfangen. Und dann hört man nicht, wenn ihr die Fenster aufmacht. Weißt du? Weil die sich da unten richtig prügeln. Und dann fliegen da die Stühle. Das gefällt mir sehr gut. Ablenkungsmanöver. Ja. Aber, wenn ihr dann in der Zeit durch die Fenster kommt, du weißt ja, ne, mit meinem Knie, bis ich dann wieder da oben bin, dann seid ihr vielleicht schon fertig. Das ist überhaupt kein Problem. Du settelst die Schlägerei an, dann gehst du ganz normal mit dieser Treppe nach oben und lenkst die Wache an der Tür durch ein Gespräch ab. Ich bin mir sicher, dass du das hinkriegst. Du bist doch so bewandert mit dem Vokabular. Okay, Boss, aber ich bräuchte vielleicht ein paar Münzen, weißt du, ein bisschen schmieren in der Taverne, dann fliegen die Fäuste auch schneller. Oh, ich verstehe. Excusez-moi, aber ich habe mein letztes Geld für einen sehr guten Tropfen ausgegeben. Ein Fantastikwein. Aber vielleicht hat jemand anders noch ein oder zwei Münzen? Nee, ich habe meine letzte Kohle auf dem Bock zerredet und verloren. Verdammt. Dann nimm. Geld ist zum Ausgeben da.
Ja, wunderbar, wunderbar. Boss, dann, wenn du die Riesenschlägerei hörst, dann fangt ihr hier oben an und dann gehe ich zur Tür und dann muss einer von euch kommen und den von hinten umhauen, weil ich gewinne keinen Boxkampf, glaube ich. Oh, und das machen wir so. Sehr gut. Okay, Boss. Dann würde ich jetzt mit meinem neu gewonnenen Geld den paar Münzen wieder nach unten laufen. Mhm. Und mich in die Taverne begeben. Es gibt keinen Türsteher, soweit du sehen kannst. In der Taverne gibt es einen demotiviert aussehenden Wirt und einige abgerissen aussehende Kundschaft. Sagen wir insgesamt 12 Leute. Und sie ist vielleicht halb voll, würdest du sagen. Es riecht reichlich unangenehm. Es scheint auch ein bisschen feucht hier drin zu sein. Was dir vor allem Angst auffällt, ist der eine Mann mit einer roten Schärpe um den Torso. Und einem Fechtsäbel an der Hüfte, der auf einem Stuhl gelehnt an der Treppe sitzt. Ah, ist auch so einer. Okay, gut. Er scheint dich kurz zu mustern, als du reinkommst, scheint dich einschätzen zu wollen. Kommt dann zum Ergebnis, dass du keinen Ärger bedeutest und ignoriert dich wieder. Ja, also es laufen ja eine ganze Menge Leute hier so rum. Finde ich irgendwelche so Leute, wo ich weiß, die mögen sich nicht. Irgendwelche Dockarbeiter und dann welche, die, keine Ahnung, die in der Fabrik arbeiten, wo man weiß, also ist schon Rivalität, wer da die Besseren ich sind. Ich glaube, oder? Was hältst du davon? Ich glaube, auf der einen Seite der Bar sitzt ein Lamp Black. Das ist Basso Basses Gang. Und auf der anderen sitzt da die Red Sash? Der Red Sash? Ja. Der Typ von den Red Sashes, der hier den Türsteher macht. Den Türsteher nach oben, anyway. Na, wunderbar. Die beiden werfen sich auch, wenn du die Sache ein paar Minuten betrachtest, die beiden werfen sich auch ab und an fiese Blicke zu. Aber so wie du die Lage einschätzt, haben sie wohl beide Order von oben noch nicht aufeinander loszugehen. Ja, ich würde mich mal an die Bar begeben. Hier. Guter Mann. Ne? Hm. Was haltet ihr? Ich würde eine Barrunde schmeißen. Karl-Runde. Ein paar ja. Auf unsere baldigen, ihr habt ja bestimmt auch schon gehört, ne, das mit den Crows, das geht ja zu Ende. Na, ich hoffe mal nicht. Bis jetzt haben sie ihre Arbeit ja gut gemacht. Ja, aber ich dachte mir, da machen wir uns jetzt lieber jetzt, weißt du, macht man sich im Vorhinein schon beliebt, nicht, dass man dann am Ende noch was aufs Maul kriegt. Und dann, ich meine, die ganz klaren Gewinner, die hier nur rausgehen können, die Ötztasches sind es nicht, das wissen wir alle, ne? Also, hier auf ihn dann da vorne. Ja, der Barmann streicht das Geld ein, fängt an Krüger abzuzapfen aus einem ein oder zwei Fässern hinter der Bar. Hey, Lokalrunde auf die Lamp Blacks! Die zukünftigen Bosse! Irgendwie der Lamp Black an der Seite sieht ein bisschen überrascht aus. Ich hab das nicht bezahlt. Als die Barkundschaft ihm schon zupostet und der Red Sash ziemlich pissed aussieht. Er steht auf jeden Fall aus seinem Stuhl auf und schreitet jetzt langsam zur Bar. Möchtest du irgendwas tun oder erstmal abwarten? Ja, ich würde auch, ich möchte, was kann ich mit Sway denn machen? Kann ich ihn mit Sway beeinflussen? Change attitudes or behavior with manipulation. Ja, dann möchte ich mich an jemand anders dranhängen mit den Armen drum. Auf die neuen Bosse! Dass sie uns gnädig sein werden! Okay, das ist definitiv Sway. Ich denke, du bist in einer riskanten Position. Ja, weil. Das denke ich auch. Du bist in einer riskanten Position, weil halt der Lamp Black und der Red Sash hier sind und wenn du dich irgendwie jetzt klar positionierst, könntest du direkt mit aufs Maul kriegen. Ich denke aber auch, dass es ein großer Effekt ist, weil du dann sowieso schon vorhandene Spannung ausnutzt. Also Whisky und dann. Effekt ist great oder was ist das dann? Möchtest du einen Deal? Was ist dein Deal? Du kriegst einen Bonuswürfel, aber der Red Sash wird auf jeden Fall dir aufs Maul hauen wollen. Das ist. Wenn ich aber nur eine kassiere, ist das gar nicht so. Ich nehme die, komm, scheiß drauf, scheißegal. Okay. Kassiere ich halt eine. Immer eine 5. Eine 5, gut. Als Konsequenz nehmen wir hier einfach den reduzierten Effekt. Sagen wir, die meisten Bargäste sind zwar prinzipiell geladen, aber nur einige werden hier unten jetzt gleich aufeinander losgehen. Welchen Effekt das dann spielmechanisch für die anderen hat, werden wir gleich abklären. Erst einmal, einige 3 Mann stimmen dir zu.
Drei andere springen auf ihre Beine. Du erkennst gerade, sie gehören zu einer anderen Gang, den Sharkfins, die schon seit langer Zeit den Red Sashes zumindest Gefolgschaft schulden. Und der Sash selber hat sich mittlerweile zu dir durchgewühlt. Hey, was soll die Scheiße hier eigentlich? Lamplecks, in diesem Viertel, also in diesem Teil des Viertels, das kannst du dir schenken. Er packt dich beim Kragen. Ja, da kann ich ja nichts für die neuen Bosse. Siehst du, da vorne sitzt einer. Ich wäre an deiner Stelle nicht so frech, wenn der das erfährt, du. Er hat dich sowieso schon mit beiden Händen beim Kragen gepackt. Er gibt dir eine Kopfnuss ins Gesicht. Das ist der Effekt des Deals. Du nimmst Stufe 1 Harm. Da reden wir gleich drüber. Mhm. Und dann will er dich irgendwie zur Tür schleifen und hinauswerfen. Da packt ihn dann aber der Lampblack von hinten bei der Schulter. Hey, lass den Mann in Ruhe! Und zimmert ihm eine. Und die beiden sind dann gut beieinander. Und die auf jeder Seite so damit drei Gangmitglieder gehen auch in die Sache rein. Noch wurden keine Waffen gezogen. Aber in der Taverne ist jetzt ordentlich Tumult, was man oben auch hört. Reden wir über Harm. Harm ist körperliche Versehrtheit. Den gibt es in drei Stufen. Stufe 1 Harm sind Kleinigkeiten. Das ist gequetschter Finger vielleicht. Das ist leicht besoffen. Solche Sachen. Stufe 2 Harm ist schon ziemlich ernst. Das kann Schrapnell im Bein sein. Das kann ein Messerstich in den Oberarm sein, etc. Stufe 3 ist, macht dich im Grunde kampfunfähig. Also du brauchst dann Hilfe, um überhaupt noch dich bewegen zu können oder Dinge zu tun. Das sind sowas wie gebrochene Rippen, Schlüsselbeine, starke Blutungen, etc. Und Stufe 4 Harm, der auf dieser Liste gar nicht drauf ist, ist tödlich. Du hast erleidest Stufe 1 Harm, sagen wir, angeknackste Nase. Du kannst dem, wie auch allem, widerstehen. Entweder du widerstehst dem normal, wie du jeder Konsequenz widerstehen kannst. Dies würde dich dann Stress kosten. Oder du gibst deine Rüstung dafür aus. Du kannst in deiner Ausrüstung Rüstung haben. Die kostet in diesem Fall 2 Punkte. Die streichst du dir ab und dann haben würde dann nochmal eine Stufe sinken. Möchtest du eins von diesen beiden Dingen tun? Nein, ich nehme den Schlag ins Gesicht und blute dann aus der Nase und möchte mich dann aus der Situation rausstehlen. Okay, dann trag dir bei Stufe 1 Harm blutige Nase ein. Sagen wir mal bei Dingen, bei denen du viel atmen musst, also die körperlich anstrengend sind, hast du einen geringeren Effekt in Zukunft. Okay. Gut, ihr anderen hört das oben, 2 Stockwerke über der Bar, wie unten ein gewisser Tumult losbricht. Der größte Teil des Tons, des Sounds, trägt sich über das Treppenhaus zu euch heran. Ihr hört allerdings auch, wie unter euch die Musik kurz anhält und dann weitergeht. Etwas lauter sogar diesmal, als wollte man die Kneipe übertönen. Könnt ihr das erinnern? Ich glaube, es geht los. Ihr könnt, ich nehme mal an, einer von euch steht gerade im Treppenhaus Schmiere oder schaut da zumindest runter. Ihr könnt sehen, wie ein Stock gegenüber der Bar, also im ersten Stock, die Tür aufgeht und ein weiterer Red Sash hinaustritt. Dann hinter ihm noch einer und die beiden schauen das Treppenhaus hinab. Aber sie machen derzeit keine Anstalten, irgendwie nach unten zu gehen und einzugreifen. Beide haben jeder eine rote Schärpe um die Hüfte geschlungen und einer von beiden hat einen Fechtsäbel angeklemmt. Der andere nicht. Okay, das ist jetzt unsere Chance. Ja. Am besten so schnell wie möglich aus dem Seil raus. Dann kratzen wir den Putz weg, treten die Türen ein und machen richtig Ramazamba. Ich möchte mich in der Zwischenzeit mal auf dem Stockwerk umgesehen haben, ob da vielleicht so eine rote Schärpe zu kriegen ist. Hier oben, nein. Okay. Ja, dann nutzen wir wohl die Gelegenheit. Was, darf ich die Tür eintreten? Aber, bien sûr, natürlich. Das ist ja deine Spezialität, nicht wahr? Ich habe das Seil bereits ein bisschen umgehakelt. Jetzt können wir auf beiden Seiten runterklettern. Du an der Tür und ich am Fenster. Los. Finde ich gut. Gut. Jack an der Tür. Gott, wie heißt er? Polonium? Pol, danke. Pol am Fenster. Was machen Faye und Anton? Ja, wir halten uns erstmal oben. Weil wir können hier nicht zu viert runterklettern. Nee, ich dachte, ihr wolltet im Treppenhaus irgendwas anstellen. Okay. Dann die beiden am Fenster. Ihr wollt da jetzt einfach rein, also mit Schwung durch die Bretter durch, oder wie? Ja, abgestimmt wahrscheinlich, irgendwie zeitlich. Irgendwie. Ja, klar. Sind die Bretter stabil genug, dass es ein Problem darstellen könnte? Für Jack auf jeden Fall nicht, denke ich. Okay, ihr wollt das abstimmen? Wir machen wieder kurze Regelerklärung. Kommando von unserem... Ja, pass auf, richtig. Wieder kurze Regelerklärung. Ihr könnt eine Teamwork-Aktion machen. Ihr kennt das, wenn ihr zum Beispiel DSA gespielt habt oder Shadowrun, wenn es dann heißt, okay, würfelt jetzt alle mal eine Schleichenprobe.
Das Prinzip ist dasselbe, nur dass ihr diese Probe als Team ablegt. Und das ist so. Ihr bestimmt einen, der diese Aktion anführt. Und alle anderen würfeln dann. Und es wird nur das beste Ergebnis gezählt. Und für jeden, der es nicht geschafft hat, seine Probe nicht geschafft hätte, nimmt der Anführer einen Punkt Stress. Ich denke, das ist ja das Praktischste, wenn, okay. Wenn ihr da gezielt dran schwingen wollt. Also abgestimmt aufeinander. Eine wichtige Frage. Was passiert, wenn man zu viel Stress nimmt? Wenn deine Stressleiste voll ist, bist du erstmal aus der Szene raus. Das ist ein bisschen so, wie in, wenn unsere DSA-Runde kennt, wenn du einen Schicksalspunkt verbrannt hättest. Mhm. Du nimmst ein Trauma, das kannst du hinten sehen, das ist, naja, ein Trauma, das dein Charakter erleidet, ja. Und wirst dann in einer späteren Szene wieder auftauchen mit null Stress. Okay, und wie regeneriert sich der Stress oder bleibt der... Stress regeneriert sich zwischen den einzelnen Raubzügen, Trauma okay. Nie. Wenn du 4 Trauma hast, bist du raus. Dann ist dein Charakter nicht mehr in der Lage, diese Art von Leben zu führen. Okay. Sei es, weil er einfach seine Edge verloren hat, weil er es nicht mehr kann. Oder tot ist. Richtig, oder weil ihn sein Laster endgültig in den Abgrund getrieben hat. Gut, also genau. So ein bisschen Darkest-Dungeon-mäßig. Und normalerweise kannst du Stress abbauen, indem du deinem Laster nachgehst. Aber dafür ist das nämlich auch da. Aber natürlich nur zwischen den einzelnen Raubzügen und nicht währenddessen. Frage an Ash, kannst du ein Demolition-Tool mitnehmen? Hast du noch Platz? Wenn ihr ein Demolition-Tool verwendet, das kann ein Vorschlaghammer sein oder sonst irgendwas, dann erlasse ich euch eine Probe, um da reinzukommen. Könnte ich machen. Ich habe auch 2 Punkte in Wreck. Weiß ich auch. Also zerstören. Abwarten heißt ja wahrscheinlich. Ja, genau. Okay. Ja. Ich denke, wir machen das so. Wir machen das als eine Teamwork-Probe auf Wreck. Ich gebe euch einen größeren Effekt, wenn ihr das Demolition-Tool mehr dabei habt. Ja, dann packst du doch ein. Fair, du hast ja gesagt, du bist heavy beladen und dann nimmst du das Demolition-Tool mit 2 Punkten. An dieser Stelle nehmen wir mal an, Ash kann sich da halt mit seiner Masse sowieso durchschwingen und Paul kann dann halt mit dem Vorschlaghammer da erstmal Platz machen. Okay. Gut. Dies ist dann eine Teamwork-Probe auf Wreck. Ihr müsst einen Anführer bestimmen. Also wer hier im Grunde gerade das Kommando gibt, das macht ihr unter euch aus. Ash macht das. Gut. Und dann würfelt ihr beide auf Wreck. Muss ich das Demolition-Tool anklicken? Oder? Du kannst die beiden Kästchen in deinem Bogen anhaken. Genau, das hast du jetzt dabei und das kostet dich 2 Load. Ich sehe, wo sehe ich den Gesamtload irgendwie? Seht ihr irgendwo? Oben, wo er steht, 6. Die habe ich angeklickt. Also die hab ich ja, genau. Du kannst also insgesamt 6 Load mit dir herumtragen. Alles klar. Zero Dice. Ich habe bei Rack Zero Dice und ja, ich take das. Ich nehme von 2 Würfeln das niedrigste. Ich habe 1 und 2 gewürfelt, das ist eine 1. Ja, Position ist risky und Effekt ist great oder was? Effekt ist great, würde ich sagen. Ihr habt das Tool, Effekt ist great, ja. Du würfelst jetzt auch und von euch beiden gilt nur das höchste Ergebnis. Wow. Die 4. Gut. Zunächst einmal, Pool hat seine Probe nicht geschafft, entsprechend Asher nimmst du einen Stress, als du im Grunde schon fertig warst und nochmal auf ihn achtest und dann nochmal zu ihm herüber klettern musst, um ihm zu erklären, wie er das Ding vernünftig hält und wie er da reinkommt und dann wieder zurück, aber er wird es mit deiner Anleitung wohl hinnehmen. So, 4 oder 5 bedeutet you do it but, also du schaffst, was du willst, aber es gibt eine Konsequenz. Als Konsequenz setze ich an dieser Stelle einmal einen reduzierten Effekt ein. Dadurch, dass ihr bei euch ein bisschen abstimmen musstet, dass du ihnen das nochmal erklären musstet, ihr schafft das nicht so ganz synchron und deswegen sind die nicht ganz so überrascht da drin, wie sie es wären, wenn ihr es perfekt abgezogen hättet. Aber ihr brecht beide durch die Bretter und mit den Brettern hinein, kommt auf eure Füße, könnt euch noch gut genug aus eurem Kletterseilen aushaken, als drin die 3 Red Sashes, die hier gerade herumsitzen, liegen. Einer wirft irgendwie seine Pfeife an die Seite, ein weiterer bekippt sich gerade mit Bier, als er sich erschreckt, auf ihre Beine springen und einer von ihnen einen Säbel zieht und die anderen beiden irgendwelche Messer hervorholen. Was tut ihr? Dann würde ich ganz gerne meine gut gearbeiteten Pistolen greifen und bam bam ins Bein schießen. Okay, was tut Ash? Ich greife mit meiner Fine Heavy Weapon, was immer das sein mag. Eine schwere Waffe ist sowas wie ein zweihändiges Schwert, eine Holzfäller-Axt, ein ziemlich großer Knüppel. Einen sehr großen Eisenbarren. Okay, finde ich gut. Oh Gott. Eine Nagelkeule wäre cool gewesen. Ja, sowas, genau. So ein richtig schweres Eisengerät, übergroße Brechstange, könnte man sagen. Vielleicht ein Stück Eisenbahnschiene.
Irgendwie sowas, ja. Nicht okay. Gut. Hat man sowas wie Schicksalspunkte? Nee, ne? Nein. Ich habe dir weder Effekt noch Position gesagt. Das wäre cool gewesen, wenn du auf mich gewartet hättest. Aber zu dir komme ich gleich. Unterdessen bei Ash. Du möchtest also auf den Verbleibenden losgehen, ja? Ja. Gut. Das Skirmish, oder? Das ist eine Skirmish-Probe. Wie gesagt, sie waren hinreichend überrascht, dass sie euch nicht sofort abgestochen oder Dinge nach euch geworfen haben. Da wäre der Effekt größer gewesen, wären sie jetzt überrascht und ihr hättet eine bessere Position. So ist es eine riskante Position. Ich glaube, 2 gegen 3 ist nicht sonderlich gefährlich. Und du hast einen Standardeffekt. Wobei, du hast eine schwere Waffe, die haben nur Messer oder meinetwegen Fechtsäbel. Du hast definitiv einen großen Effekt. Also risky und great. Ja. Möchtest du einen Deal? Klar. Was muss ich tun? Nein, sorry, ich dachte, ich hätte einen, aber das macht gerade keinen Sinn, tut mir leid. Wenn dir einer einfällt, kannst du mir gerne einen vorschlagen. Nö, ich würfel mal jetzt. Okay. Ich würde mich derweil jetzt auch mal abseilen. Ja gut, aber bist du und meinetwegen Faye, wenn sie mitkommen will, da runter seid, ist unten die Situation auch definitiv geklärt. Okay. Wir werden kaputt gemacht. Wie auch immer. Okay, Pool, du schießt. Ash, du rennst da mit deiner Eisenkeule rein. Ihr seid euch beide ein wenig im Weg und bringt euch gegenseitig durcheinander, während die Red Sashes sind nicht unbedingt besser als ihr. Aber sie scheinen eher darauf gepeilt zu sein, innerhalb dieses Raumes zu kämpfen, weil sie ihn einfach kennen. Du, Ash, du stolperst über ein Sitzkissen, das hier herumliegt. Und Pool, du schießt einfach daneben und dann ist schon der nächste Sash mit seinem Messer an dir. Ihr erleidet beide kleinere Verwundungen durch die Waffen. Und zwar äußert sich das für euch beide jeweils in Stufe 2 Harm. Während Pool mit dem Unterarm gerade noch das Stilett abfangen kann. Und Asher direkt er hat eine Flasche gegriffen, weil er seine Waffe nicht richtig herankramt, diese Flasche einfach ins Gesicht bekommt. Ihr würdet jeder Stufe 2 Harm nehmen. Möchtet ihr ihn widerstehen oder Rüstung einsetzen? Da würde ich dann einfach nur eine 1 eintragen oder was trage ich dann bei Harm ein? Dein Harm würde dann um eine Stufe auf 1 sinken, genau. Ja, und dann würde ich alles mit minus einem Würfel würfeln, ja? Nein, wenn du auf... Also wenn du jetzt eine Stufe 2 Harm nimmst, würdest du alles, was... wo das relevant wird. Also in diesem Fall alles, wo dein linker Arm zustande kommt, mit minus einem Würfel würfeln. Gut, Rüstung habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe zwar so eine Lederklamotte an, aber ich weiß nicht, ob das wirklich sonderlich hilfreich ist. Was könnte ich sonst noch machen? Du kannst dem widerstehen. Wie geht das? Das geht so. Du würfelst dein Attribut und jetzt sind wir bei Insight, Prowess, Resolve. Ich glaube, für euch das ist übersetzt auf Motive erkennen, ja. Whatever und Willenskraft. Ja. Du würdest dein Attribut würfeln. In diesem Fall ist es definitiv Prowess, das ist ja eine körperliche Verwundung. Und würdest dann 6 minus deinen höchsten Würfel an Stress nehmen. Der Widerstand gelingt immer. Okay, du kannst an der Konsequenz immer widerstehen. Das Einzige, was du würfelst, ist, wie viel Stress du nimmst. Ich mach das einfach mal. Ich würfel einfach mal Prowess. Bonus Dice, habe ich keinen? Nein. Submit. Und ich habe eine 5 gewürfelt. Das heißt, du nimmst jetzt einen Punkt Stress. Ja, 6 minus das Gewürfelte sind 1. Dann nehme ich einen Punkt Stress anstatt keinem Harm. Dein Harm sinkt um eine Stufe, also von 2 auf 1. Achso, okay. Anstatt einem guten Stich zwischen deiner Speiche und deiner Elle hindurch, ist es jetzt nur noch ein Kratzer. Gut. Ash, für dich gilt selbiges. Für dich wäre es eine leichte Gehirnerschütterung, die du erleiden würdest. Was könnte ich mit Armor machen? Wenn du Armor ausgibst, du hakst jetzt deine Armor an, das ist im Grunde, dass du sie dabei hättest, dann würdest du links noch anhaken, dass du sie benutzt hast. Ich mach das mal für dich, so. Und dann sinkt einfach deine Harm automatisch um 1. Die Armor ist hiernach verbraucht. Ob das eine sinnvolle Regel ist, könnte man sich jetzt drüber streiten, aber okay. die ist one use only. Gibt nur Harm ein, sozusagen. Genau. Du trägst jetzt leichtes Brummen ein. Oder leichte Kopfschmerzen. Unterdessen sahen sich hinter euch die anderen beiden durchs Fenster. Dieser Raum wird jetzt ziemlich voll. Ihr könnt auch sehen, wie sich gerade die beiden Sashes, die draußen an der Treppe waren, wieder hineinbewegen, um ihre Kameraden zu verstärken. Das ist jetzt 4 gegen 5. Ich komme gerade mit der Räumlichkeit irgendwie nicht ganz klar, weil ich habe mal den Plan aufgeschnappt, dass wir von 2 Seiten kommen sollen. Das heißt, Antoine und ich würden versuchen, durch das Treppenhaus zu schleichen. Also falls das möglich ist mit diesem Partystockwerk, da weiß ich halt nicht, wie der Grundriss aussieht. Ihr seid ganz oben. Unter euch ist das Partystockwerk. Darunter ist das Stockwerk, in dem gerade eingebrochen wird. Und darunter ist die Kneipe.
Ich wünschte an dieser Stelle, ich hätte eine Karte für euch. Okay, gut, dann gibt es einfach ein Stockwerk weniger als in meiner Vorstellung. Wenn ich vierter Stock sage, zähle ich das Erdgeschoss als ein Stockwerk. Ja, 1, 2, 3. Ich sage jetzt so und so viel des OG, okay? Dann wissen wir alle, was gemeint ist. Dann ist das Treppenhaus separat genug, dass, wenn gerade keiner im Treppenhaus ist, wir durch das Partystockwerk schleichen könnten? Ja. Unten stehen die beiden Sashes. Ihr hört es unten dann knacken, als das Holz durchbricht. Und die beiden drehen sich sehr abrupt nach innen um und achten nicht mehr auf das Treppenhaus. Ihr könntet hier hinunterhuschen, unbemerkt. Ja, dass wir vielleicht in den Rücken von diesen Leuten kommen. Okay. Das klingt wieder wie eine Teamwork-Aktion. Ja, gut. Dann muss mich Faye aber anleiten, weil ich sehr schlecht im Schleichen bin. Ich sage, es ist eine kontrollierte Position, denn die sind unten gerade maximal abgelenkt. Und sonst ist hier niemand. Dann bestimmt ihr seinen Anführer, das wird wohl Faye tun. Zumindest scheint Anton hier weise genug zu sein, um nicht den Anführer spielen zu müssen. Nein. Und dann würfelt ihr jetzt einfach beide Prowl. Das ist ein Standardeffekt, denke ich. Ich hab vorher schon angehackt, dass ich den Shadow Cloak habe. Das würde den Effekt erhöhen, aber auch für Antoine. Ja, da ihr die Probe ja als Einheit ablegt. Zur Erklärung hier. Faye hat als Lurk einen Mantel aus feinster eruvianischer Seide, der einen mit den Schatten ein wenig verschmelzen lässt. Es ist nicht ganz der Unsichtbarkeitsmantel, wie man ihn vielleicht aus Harry Potter kennt, aber je dunkler es ist, desto wirksamer wird er. Okay, also ein Zusatzwürfel dadurch? Nein, der Effekt wird größer, nicht die Würfel. Würde ich einen Zusatzwürfel bekommen, wenn ich mein Burglary Gear benutze? Nein, also Burglary Gear ist Einbruchswerkzeug. Das sind so Sachen wie ein Satz Dietriche, ein Stück Draht und ein Fläschchen Öl. Wenn wir jetzt die Tür eintreten, brauchst du vielleicht eine Brechstange. Ihr wollt ja einfach nur durch das Treppenhaus huschen. Ich probiere es erstmal aus. Vielleicht klappt es ja. Ich habe ja bisher ganz gut gewürfelt. Mhm. Gut. Position ist controlled. Effekt ist great, tatsächlich. Great. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an. Okay, auch du hast 0 Würfel hierauf, du nimmst den niedrigsten, du würfelst 2 und nimmst den niedrigsten. Das ist 3 und mit einer 3 hast du die Probe nicht geschafft. Da es eine Teamwork-Aktion ist und Faye auf dich aufpassen kann, nimmt der Anführer, sie in diesem Wunde, also einfach nur einen Punkt Stress. Gut, dann machen wir das so. Also Faye hat die ganze Zeit ins Treppenhaus runtergestarrt und einen Moment abgepasst, wo im Partystockwerk niemand zu sehen ist. Die Tür steht tatsächlich offen, du kannst drinnen einige wenige Leute sehen. Relativ gut gekleidet, die gehören hier definitiv nicht hin, die auf einigen Sitzkissen liegen, sich gedämpft unterhalten und halt ein Dreimann-Streichorchester, das hier sehr angestrengt und sehr laut spielt, um den Klang der immer noch unten, ganz unten stattfindenden Kneipenschlägerei und jetzt im ersten OG stattfindenden, anderen Schlägerei zu übertönen. Ja, also Faye winkt dann Antoine und wenn wir an dieser offenen, beleuchteten Tür vorbeigehen, breitet sie ein wenig ihren Schattenumhang aus, so fledermausartig, dass er dahinter verschwinden kann und wir heil an dieser Tür vorbeikommen. Zum Glück ist euer Treppenhaus schlecht ausgeleuchtet. Okay, wieder Schnitt runter ins erste OG. Eure Situation sieht gerade nicht gut aus. Ihr seid zu zweit unterlegen gegen die 3 Red Sashes. Die anderen beiden, also ihre beiden Kumpanen aus dem Treppenhaus, stürmen gerade noch herein, Waffen gezogen. Der eine wieder seinen Säbel, der andere ein Stilett. Als die Kavallerie kommt und Faye und Anton genau hinter den beiden auftauchen, offensichtlich unbemerkt. Was habt ihr alle vor?